Na dann mal los hier, weil es. Wie weit sind wir vorangekommen in einer halben Stunde? Vielleicht ungefähr 8 Sätze. Okay. Etwas beunruhigt mich. Maya, nimm die Hände da weg! Jean ist heute irgendwie komisch drauf. Er ist eine Hexe! Verbrennt ihn! Moment, er kann keine. Moment, doch, er kann eine Hexe sein! Sie kann eine Hexe sein. Jetzt habe ich Pixelfehler in der. Naja. Na toll, das hast du ja gut hinbekommen. Das war ich nicht. Wer war es dann? Das war der Mario! Nein. Ja, das ist richtig. Günther. Okay, wir müssen los. Wir müssen los, Phoenix. Der Prozess beginnt gleich. Bla 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 bla. Oh nein, Maya. Maya ist angeklagt? Ja, wie? Wie kann das? Ach so. Du hörst das, oder? Moment, kann das sein, dass... Hä? Ich verstehe das irgendwie nicht. Hatten wir, bevor wir unsere riesige Pause hatten, irgendwann mal so eine Hinweise darauf, dass Maya Fey die nächste sein sollte? Oder kam das jetzt erst durch die Vergoldung? Und wir haben das gar nicht gemerkt. Oder ein falsches Savegame geladen? Oder nein! Cool. Also das oder haben wir was von neu. Haben wir irgendwas von der Cutscene geskippt? Nee. Nee. Glaube ich auch nicht. Na gut, jedenfalls, ja, der Prozess wird beginnen. Ist halt so. Ritter der Gerechtigkeit. Seid ihr bereit, eure Schwerter zu kreuzen? Das ist ein typischer Satz aus einem Porno. Was ich meine. Aber weiß man doch seit Ghostbusters, dass man die nicht kreuzen darf. Ja, stimmt. Ach genau, hatte ich das schon gesagt? Wobei, das waren Strahlen eigentlich. Ach, ja, richtig. Nee, ich hatte ja mal am Anfang der Aufnahme was dazu gesagt, dass eine gewisse Erwachsenenunterhaltungsseite sich heute mal Kornhub genannt hat. Und Leute, die da heute draufgegangen sind, die werden da wahrscheinlich gesagt haben... Gebt uns die Pornos wieder. So, das wollte ich nur nochmal erzählt haben. Also, Schwerter kreuzen, nee, das macht man nicht. Weh, jemand kreuzt. Hält sein Schwert stets im Dienste der Gerechtigkeit bereit. Ja, im Dienste der Gerechtigkeit. Mhm. Aber Aloysius? Wer nennt sie? Wer heißt denn bitte Aloysius? Oh Gott. Ich überlege auch gerade, ich kenne aber keinen. Also auf jeden Fall ist das sowieso nicht Aloysius Flamberg, das ist Randall. Randall Escott. Ascotius Flamble. Flanders! Inquisitidli Aloysius Flamble. Inquisitidli du. Hält sein Schwerdidli stets im Dienst der Gerechtigkeit Teideldei Bereideldi. Oh Gott. Teideldei Bereideldi, ja. Genau. Bin ich froh, dass du nicht sein Synchronsprecher geworden bist. Ja. Was von Netflix? Homer Simpson braucht einen neuen. Hm? Ja. Was? Wer braucht einen neuen? Homer Simpson braucht einen neuen. Ist das wirklich jetzt? War das so? Ja. Mensch. Stimmt, davon habe ich was gehört. Ja, der ist gestorben, so Ende 80, Mitte, Ende 80 war der. Ja, eben. Im Herbst, glaube ich. Ich war mir da nicht so sicher, ob das dann da so war, ja, aber stimmt. Und war das nicht, was war nochmal mit, naja, das war doch auch mit der Synchronstimme von Marge schon passiert. Das ist schon länger her, ja, seither ist ja Anke Engelke, aber ich weiß nicht. Wen soll man denn... Ohne Norbert Gastel, das ist so wie... Das ist wie... Die soll mich nehmen. Das ist wie Jonathan Frakes ohne Detlef Bierstedt. Das ist wie X-Faktor ohne Jonathan Frakes. Ja. Und das wiederum ohne Detlef Bierstedt. Oh, ich habe noch keine Jonathan Frakes Sounds. Das meinte ich ja vorhin. Oder Detlef Bierstedt Sounds, ja. Ja. Stimmt, da war was. So, George Clooney. Ja, jetzt weiß ich wieder, was du meintest. Ja, stimmt.
Da hatten wir aber mal ein, was ich meine. Da hatten wir aber mal was zu Phoenix Wright Ace Attorney. Da hatten wir doch dieses hier, Willkommen in der Hölle. Nein, danke, ich war schon mal verheiratet. Das war George Clooney, aber in einem anderen Film mit einer anderen Stimme. Mhm. Hast du geschaut, ob es eine andere war? Ich denke mal, das klang nicht so nach ihm. Nach Detlef. Ja, kann sein, wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen, ja. Ich finde ja schon mal, der Typ hat einen Bonus bei mir, weil er Detlef heißt. Mhm. Und weil er Jonathan Flakes gesprochen hat. Okay, das ist ein Minuspunkt. Nicht, dass er ihn gesprochen hat, sondern dass er ihn falsch geschrieben hat. Oh, und leider hat immer noch keiner ein Bild gemalt zu den Jonathan Flakes. Die Jonathan Flakes? Die wecken den Tiger in dir. Ja. Und dir. Und dir. Okay, was gibt's noch für Cornflakes-Werbung? Nein, das machen wir jetzt nicht. Ich will mal weiterkommen. Außerdem, die sprechen ja wenigstens schon von alleine. Im Moment kann ich nichts anderes tun, als mein Bestes zu geben. Ja. Ich fand den Satz jetzt auch irgendwie so unpassend. Der Verteidiger hat euch wohl den Federhandschuh hingeworfen, werte Herr Flamberg. Den Federhandschuh hingeworfen? Könnte ja auch mal richtig sagen, der Richter. Ja. Bevor wir beginnen, dürfte ich mich kurz mit euch unterhalten, Herr Verteidiger. Natürlich, euer Ehren. Letztes Mal wart ihr in diesem Gericht als einfacher Bäcker zugegen. Als ich euch zum ersten Mal erblickte, dachte ich nur, ein Bäcker soll beim Backen bleiben und ist im Gericht verloren. Wirklich? Ich muss das ist ein Brotgericht. Eindruck hinterlassen haben. Hm? Was? Außer es ist ein Brotgericht. Mit Brot als Beilage. Ja. Naja, zur Not, nein, das passt jetzt nicht. Ich wollte gerade versuchen, einen Witz einzubringen mit dem Wort Backup. Klappt nicht. Ja, wenn das Brot mal nix wird, hat man ja zum Glück noch ein Backup. Kennst du diesen Minisketch von, ich glaube, Ladykracher war das? Wo Christoph Maria Herbst reinkommt und es liegt lauter Brot auf lauter ja, Brot nein, auf das, sagt, nee, das ich war... hab gesagt Baguette-Bürden und nicht Baguette-Bürden. Das war, glaube ich, woanders. Aber ja, den kenne ich, den Sketch. Ich glaube nicht. Es war auf jeden Fall Christoph Maria Herbst. Ach so. Na, das weiß ich nicht mehr. Sicher. Also auf jeden Fall, ja, den mit dem Baguette-Bürden, das kenne ich auch. Da fällt mir aber gerade was ein. Sag mal, weißt du etwa, warum die Leute immer so komisch gucken, wenn ich denen sage, dass ich letztens so wütend war, dass ich die Tiere geknallt hab? Was? Ist egal. Weiterkommen. Boah, ich war so aufgeregt, so erregt, dass ich die Tiere geknallt hab. Verstehst du jetzt? Tür knallen. Ist ja auch. Ja, jetzt! Oh Gott. Ja, das ist schwierig, da die Doppeldeutigkeit. Aber. Das ist wie diese Frau, die, kein Scherz, nach ein Ticket nach Bordeaux bestellt hat und sich dann gewundert hat, dass sie nicht in Porto gelandet ist, sondern in Frankreich. In Bordeaux. In Porto. Oh Gott. Oh nee. Das ist aber tatsächlich so mal passiert, habe ich im Radio, glaube ich, gehört oder irgendwo gelesen. Ah. Aber da fällt mir jetzt gerade auch was ein. Und zwar, was ist ein eine sächsische Raubkatze aus Zellulose? Papiertaschentiger. Achso, nee, kleine sächsische Raubkatze aus Zellstoff, zum Beispiel, ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist echt, na nee, das hören wir lieber damit auf. Doch nun, wir haben auch keinen guten ersten Eindruck hinterlassen. Ja. Ich bin verpflichtet, euch anzuerkennen. Oh, er ist kein Ersteller von Backwerk mehr. Jetzt ist er, Der Bäcker von Stellwerk. Ja. Als Ritter von Recht und Ordnung und Inquisitor Flamberg ebenbürtig. Der sagt dazu nichts.
Nun möge euer Duell beginnen. Kämpft darum, die Wahrheit hinter diesem Verbrechen aufzudecken. Jetzt geht's los! Wir zählen auf euch, Inquisitor Flamberg! Was war denn das jetzt für eine Stimme? War das schon wieder Ren? Bloß verstellt? Wir müssen auch Kosten sparen. Gleich zu Anfang wusste ich, dass sie eine Hexe ist. Das Wort Hexe steht ihr doch schon auf der Stirn. Er steht auch gar nicht da. Das hätte ich gesehen. Warum klagen wir nicht den Bäcker an? In den Ofen mit ihm. Siehst du, die haben einen Ofen. Schwert auf mich richtete, hast du seine Anschuldigungen abgeblockt. Maya ist eindeutig keine Hexe. Dein Sieg ist... Reden die noch? Mhm. Ich danke dir, dass du an mich glaubst, Sophie. Sophie, der Narrateur. Ich habe euch gestattet, dem heutigen Prozess beizuwohnen. Doch dies bedeutet keinesfalls, dass die Anschuldigungen gegen euch zurückgenommen wurden. Eure Gedanken sollten euch selbst gelten, nicht anderen. Ich danke euch vielmals, dass ihr mir meinen Wunsch gewährt habt, Inquisitor. Jetzt ist es vorbei. Denn jetzt ist mein Sound komplett weg. Aber du hörst mich noch, oder? Dich höre ich, aber sonst nichts mehr. Ist ja nicht. Jetzt sagt sie, die ersten zwei Sätze oder so, oder drei habe ich noch mitbekommen, aber dann war es vorbei. Merkwürdig. Echt merkwürdig. Naja. Möge die Inquisition mit dem Eröffnungsplädoyer beginnen. Wie wünscht, hohes Gericht. Der Prozess wird wie üblich mit der Aufzählung der schändlichen Ereignisse beginnen. Falls euch dies genehm ist, Herr Blau. Dies hier ist ein Übersichtsplan. Wie ihr wünscht, werter Herr. Wie soll man sich an diese blumige Sprache gewöhnen können? Dieses verderbte Verbrechen ereignete sich in der Residenz des verstorbenen Leonard de Victoire, des berühmten Alchemisten. Hier ist ein Übersichtsexemplar, in dem wir die Räumlichkeiten der Residenz sehen können. Oh Mann. Der Ort des Verbrechens ist die Studierstube des Alchemisten, in der sich der schreckliche Vorfall ereignete. Die einzigen anwesenden Personen zur Zeit des Verbrechens waren die... Angeklagte! Und das... Opfer! Die Opfer. Sonst war niemand da. Die Zeugen haben angegeben, wo sich die Angeklagte und das Opfer befanden, als sie Sekunden nach dem Verbrechen eintrafen. Nun gut, das Gericht akzeptiert diese Skizze als Beweis. Grundriss zur Gerichtsakte hinzugefügt. Die Angeklagte raubte dem werten Herrn Layton den Lebensatem, und zwar mit der niederträchtigsten Magie überhaupt. Ein lebendiger Mensch in einer Sekunde in eine goldene Statue, verwandelt in der nächsten. Oh, welch Bosheit. Magie, die Dinge in Gold verwandelt. Klar, und morgen reiten wir dann auf Einhörnern an. Aber du weißt doch, die sind schon ausgestorben. Eben. Und hey, vielleicht reiten die wirklich auf Einhörnern. Das kommt bestimmt noch. Etliche Stadtleute eilten in den Raum und bezeugten den Schrecken. Die Angeklagte wurde festgenommen und angeklagt. Deswegen ist sie die Angeklagte. Wie widerwärtig. Diese ganzen Stadtmenschen. Gerüchen zufolge. Gerüchen zufolge war das Opfer eine schillernde Persönlichkeit und keine goethische. Okay. Meinten Sie damit nun davor oder danach? Oh. Sie war eine schillernde Persönlichkeit, aber jetzt ist sie vergötet und verkantet. Meinten Sie da... Ja. Apropos, ist dieser... Herr Layton! Vielleicht der... Hutmacher! Der dem vorherigen Prozess beiwohnte? Er ist kein Hutmacher. Nein, er ist kein Hutmacher. Er ist nur verrückt.
Und ja, er hat keine Freundin namens Alice, oder? Gibt's in Professor Layton eine Alice? Auf jeden Fall gibt's keinen Märzhasen, sagen wir es mal so. Mhm. So bizarr, die es auch scheinen mag. Herr Laytons Metier und Abstammung bleiben ein Rätsel. Er war ein... Fremder! Schwupp! Genau. Das erinnert mich... Herr Layton erinnert mich an ein Rätsel. Schwupp! Okay. Hast du den Rest von dem auch? Von dem Satz? Mhm. Okay.